Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Frankreich mit der Frederiksburger Zucht, die gute Wind verkaufen war. Und los geht's mit Victor und Manara. Ja, noch haben wir die Züchter-Event-Belohnung und ja, Gratis-Verbesserung. Vielleicht bringt's ja heute was. Nee. Auch heute geht's drüber hinweg. Schade. Ja, jetzt kommt der Max. Gut. So, dann schauen wir erstmal die Post an. Und, oha, 13.000 Münzen als Stallbursche verdient. Dann, sorry for the inconvenience. Please kindly accept your gift. Kindly... Okay, es gab wohl wieder ein paar Probleme. Wir bekommen 20 Diamanten dafür. Dann ist jetzt Ashley Douglas ein neuer Freund in der Freundesliste. Oder eine neue Freundin. Schauen wir mal hin. Wenigstens nochmal Montana. Andalusia 3. Der Nestor. Ein Canadian Pacer. Amiron. Oh. Und der Andalusia Stufe 4. Ja, das ist alles fertig. Der können wir nicht helfen. Eigentlich sieht er gar nicht so schlecht aus, ne? Na gut. Dann geht's weiter. Die Pferde wurden gestreichelt. Unknown. Wie geht denn das? Man ist jetzt befreundet, aber hat trotzdem keinen Namen hier stehen. Oh, Appaloosa Stufe 1. Kitty. In Mustang. Der Vicky. Meron Stufe 1. Melania, amerikanischer Traber Stufe 1. Holsteiner Stufe 1. Der Ray. Und wer steht hier noch? Der Max, Andalusia Stufe 1. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Das Dorf wurde besucht. Wir wurden von zwei Freunden in Australien überholt. 7.765 Münzen Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt. Ach ja, wir haben den Lipizzaner freigeschaltet. Wir bekommen noch 4 Smaragde und nochmal Punkte. Die Werbung schauen wir uns nicht an. Clubpostfach, okay, da können wir reingucken. Gut. Oh Gott. Tja, wenn man mal wüsste, welches hier die neuen sind. Wir schicken jetzt einfach nochmal ein paar Einladungen und sonst. Ich glaube, oh Gott, das mache ich, glaube ich. Mache ich im Off. ja. Dann schauen wir mal ganz kurz nach Deutschland. Die Krebse stehen hier noch. Könnte man hier Kirschen gebrauchen? Ich glaube schon, wir haben ja kaum welche, ne? Eigentlich gar keine mehr. Dann ernten wir die auch nochmal. So, gut. Da ist das alles am Laufen. Und dann... Ja, die schützen erstmal. Da müssen wir uns dann jetzt doch mal schneller wahrscheinlich von Wings verabschieden. Wobei, ich glaube, Nasim könnte erstmal Platz machen, ne? Wir hatten ein Hengstchen. Genau, momentan Pablo. Ja. 46. Dann schauen wir uns den Kleinen erstmal an.
schick ist er. Gut, er hat auch wieder eine ziemlich gelbe Mähne, aber ich glaube, ich finde ihn trotzdem irgendwie schick. Na komm. Blaue Augen hat er. Mag sich nicht rumdrehen, Kleiner. Nee. Na gut, wir füttern ihn mal. Was sagen deine Werte eigentlich? Ausdauer ist ziemlich gut. Sprung, Silber, ja, kann man mit leben, aber die Geschwindigkeit ist überhaupt nicht so toll. Okay. Ja. Na gut, ich würde sagen, der Kleine, der trainiert jetzt erstmal auf der Weide. Zum Züchten braucht man ja nicht. Wir haben hier zwei Stütchen. Haley und Lily. Wings soll auch noch trainieren. So. Tja. Sie hat mehr so einen Rotstich mit drin. Sieht nicht schlecht aus, ja, definitiv. Aber wir können nicht beide behalten. So. Na komm, dreh dich auch mal rum. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin, glaube ich, mehr der Fan von dem Stufe 2er. Aber noch müssen wir uns ja nicht entscheiden, letztendlich. Wir holen jetzt erstmal... Ach Gott, hat man ein Hengstchen draußen gefunden? Wir brauchen... Jana, ne? Stellen wir Haley erstmal rein. Und dann schauen wir mal. Ich meine, er war ein Hengst. So. Da. Gut, ja, das wird jetzt wahrscheinlich wieder sehr, sehr teuer. Ach genau, und da hatten wir noch einen Stufe 2er Hengst. Aber ja, momentan hilft uns nur der Stufe 3er. Dann los geht's. Ja, immerhin unter 100.000 gekommen mit der Züchterbelohnung. Und es klappt zumindest gleich mit Stufe 2 beim ersten Mal. Und es wird ein Stütchen, das heißt, wir können hier mit dem Stufe 2er züchten. Ich glaube, das ist günstiger, oder? Also Stufe 3 muss dann ja nicht unbedingt. Ja, sehr gut. Gleich noch wenigstens ein Zuchterfolg für das viele Geld hinterher. Dann müssen wir auf jeden Fall wen verkaufen. Und das wird dann wahrscheinlich Lily sein. Auch so, obwohl wir schicken sie erst nochmal mit auf die Weide. So. Okay, ja, hier haben wir jetzt alle Zertifikate. Schauen wir nochmal nach Montana, da können wir bestimmt noch was ernten. Okay, erstmal fährt hier ein Auto vorbei. Ach, da können wir noch gar nicht gucken, ne? Wieso kann ich nicht einladen? Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Ja, okay, dann... Schade. Funktioniert nicht.
Ach ja, die Kriollo-Zucht. Kann sich nur um Tage und Wochen handeln, bis hier mal Kriollo bei rumkommt. Tennessee Walker. Jetzt habe ich den Hengst bestimmt schon übersehen. Ja, hier ist Royal. Der Hengst war doch immer weiter oben. Da ist er. Und es wird endlich ein Kriollo. Was haben wir denn? Ein Stütchen, die Hera. Sehr schön. Achso, wir können die Zuchtzeitverkürzung noch. Sollten wir vielleicht mal machen. Damit das Fohlen auch definitiv nächstes Mal da ist. Ja. So. Wie lange brauchen wir jetzt? 19,5 Stunden nur noch. Gut. Oha, ja. Teuer, teuer. Dann können wir ja doch jetzt nochmal schauen, ob sich hier was getan hat. Also noch einmal 0 Rotkäppchen-Rezepturen. Es gibt auch weiterhin nichts. Alkes. Ich würde sagen, wir laufen jetzt trotzdem nochmal ein paar Rennen. Oh. Naja. Mist. Ein bisschen zu früh. Ja, mal sehen. Vielleicht haben wir ja irgendwann noch die Chance auf Rotkäppchen-Rezepte. Und da müssten wir... Schau, ich muss noch irgendwie einen Platz freimachen. Wahrscheinlich hätte ich die doch schon verkaufen sollen. Obwohl, dann fehlt der Platz für Stufe 2er Steinbock. Ich würde doch gerne das Peter-Pferdchen holen, habe ich mich entschieden. Und da ich ja nicht weiß, wann umgeswitcht wird, sollten wir das jetzt in Angriff nehmen. Da muss ich wohl mit Frederiksburgern schon mal verkaufen. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich das schon auf die Weide geschickt habe. Das wäre natürlich ärgerlich. Oh, wir haben zweimal Waage nebeneinander. Nein! Oh Gott. Ja, das wird jetzt nichts mehr. Oder haben wir vielleicht doch noch eine Chance? Ja, wenn wir nicht perfekt treffen, dann definitiv nicht. Zweiter Platz, weil einmal komplett verhauen die Dritter, vielleicht sogar noch Vierter. Naja. Ach man, ist das ärgerlich. So, Ronja ist offenbar wieder relativ weit unten. Noch ein belgisches Warmblut nehmen uns. Das ist ja diese Pärchenläufe hier. Ja, aber der exklusive Araber macht das Leben hier ein bisschen schwer. Ja, die drei werden das irgendwie unter sich ausmachen.
Dann nehmen wir Lea nochmal. So. Ja, irgendwie habe ich mit Lea heute am meisten Glück, was das angeht. Gut, ich würde sagen, wo stellen wir es dann erstmal hin? Wir haben doch in Deutschland ein Frederiksburger Stütchen stehen, die Stufe 2er. Die ist jetzt natürlich gerade erst auf die Weide gekommen. Das heißt, ich müsste sie runterholen. Hilft uns das? Gibt 50 aus. 50 wird es ja nicht kosten, aber mal sehen. Ja, Nava. Achso. Weiter. 31 zum Beenden. Ja, okay. Und 37 bringt sie. So. Dann schauen wir mal, da haben wir nur noch 5 Punkte. Aber okay. Wir sagen tauschen. Ja. Punkte sind abgezogen. War schon so lange her, dass ich das gemacht habe. So, da ist sie. Schauen wir uns die Gute nochmal an. Ach ja. Sieht schon echt cool aus. Ja, jetzt würde ich mich wahrscheinlich echt ärgern, wenn wir irgendwann nochmal die Chance haben, sie ja, freizuschalten über ein Event. Aber egal, wir haben sie jetzt und mal sehen. Aber das mit dem Züchten wird noch ein bisschen dauern. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war es eine ziemlich erfolgreiche Folge. Ja, 2 Zuchterfolge und wir haben das Peter Derby Pferd doch noch bekommen. Ja. Ich bin mal gespannt auf den Stufe 2er Steinbock und auf unseren neuen Criollo dann. Ach ja, da muss ich auch noch Platz machen. Da muss ich wohl die anderen Frederiksburger schon mal verkaufen. Tja, na gut. Ja, mal sehen, wie viel Glück wir dann beim nächsten Mal haben. Also, bis dann. Tschüss.